Ich bin Lukas und ich spiele heute Dan. Dan kommt von einem kleinen Dorf, wo seine Eltern auch recht in einem einfachen Verhältnis leben. Und das hat ihm nie gefallen. So, da ist, er wollte einfach raus, er wollte was Großes schaffen. Und hat dafür ein Online-Casino gegründet, was auch sehr gut lief, was er hauptsächlich durch diverse Betrugsmaschen groß gemacht hat. Dan ist es wichtig, einfach mehr geschafft zu haben als seine Eltern. So wirklich was aufgebaut zu haben, was auch nachdem er weg ist, noch da ist. Dan ist in der Hölle, weil seine Businesspraktiken nicht ganz so ethisch sind. Er betrügt seine Geschäftspartner regelmäßig um Geld, ignoriert sie dann einfach, antwortet nicht mehr auf ihre Nachrichten. Und diverse kleinere Vergehen, wie dass er halt Anzeigen für Kinder schaltet, weil das wäre auch ein bisschen Altersdiskriminierung, wenn die nicht teilhaben dürften an seinem Business.